Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, heute düngen wir Feld Nummer 4 und 3. Gestern war ja 5 und 7 dran, ne? Dann starten wir gleich, ne? Eingestellt ist auf Lenkung, ja, ist. Und dann kurz hier dreimal TT drücken. Dann noch einmal weg. Und Dünger an. Ja, hoffen wir, dass rechts so gut eingestellt ist, dass wir da gut fahren können. Gas geben, Gas, Gas. Ich versuche beide Felder mitzumachen. Ich werde nur am Rest nachher entsprechend aufhören zu düngen. Die Brettern durch. Kurz Dünger aufschalten am Ende. So wie hier. Und hier wieder an. Hat er nicht reagiert. Hier muss ich nochmal nachdüngen. Aber hier so recht grün, ne? Teilweise. Ich muss hier nochmal zurückgehen. Das Ende. Lenkung mal kurz ausschalten. Dass wir hier manuell nochmal nachdüngen können. Ich habe nicht da vorne ein bisschen was zu spät reagiert. Anscheinend machen wir noch keine Frucht kaputt. Und dann können wir gleich drüben vorne anfangen und dann durchfahren halt, ne? So. Nach Möglichkeit soll Dünger ja heute reichen. 1300 noch was. Wird knapp. Wird sehr knapp. Ich wünsche mal allen einen schönen Sonntag, ne? Am Rande mal, ne? Ja, ich versuche heute mal die Form so aufzunehmen, dass ich ab... War hier die erste Mal, ja. Dass ich nun ab jetzt die Folgen immer am Montag beginne. Die Folge dann am Sonntag, aber die ab... Ja, die ab morgen dann auf... ab morgen. Die nächste ist dann ab Montag. Ich hatte ja letzte Woche nur 6 Folgen aufgenommen gehabt und die Woche würde ich versuchen, 9 aufzunehmen. Versuchen. So. TT. B. Wie gesagt, versuchen. Ich meine, na gut, 8 oder 9, ist dann auch egal, ne? Lenkung, ne? Ja, das ist besser vom Rechnen her und vor allen Dingen habe ich dann Samstag mehr Zeit. Da kann doch YouTube besser noch verarbeiten. Ne? Das ist ja so, das ist ja oft auch zeitmäßig knapp, dass die brauchen recht lange, um das Ganze in 2K zu verarbeiten. Das ist ja halt leider so. Ich lade ja auch sehr viel den Tag hoch. Genau genommen, sehr viel. Der reagiert ziemlich spät. Mit Dünger anschalten, ausschalten. Vielleicht sogar besser, ich lasse durchlaufen. Das ist vielleicht Verlust an Dünger ein bisschen mehr, aber dafür halt alles gleichmäßig gedüngt. Ne? Nur hier oben, wenn wir das entsprechend ausmachen. Mal Gas wegnehmen, bremsen. Lenkung aus. Nächsten Arbeitsstreifen nehmen. Hier sind die Krähen im Aktiv. Scheint nur im Frühling zu sein, auch im Herbst. So, Lenkung. Ist auf O. Kann auch normal bremsen. Gas geben. Vielleicht sogar besser. Ja, dieselben Spuren fahre ich jetzt aber nicht, ne? Das ist ungünstig. Schaltung. Probieren. 6. 7. Hat der 7 Gänge? Ja. Ist nicht fest. Dann müsste ich mal im Baumarkt fahren. Wo ich die Schaltung gekauft hatte. Ja, und Dünger natürlich nicht. Dann fahren wir gleich mal zurück. Und
So. Also geht er ganz kurz an. Ist ein bisschen empfindlich, glaube ich. So, dann fahren wir eine Ehrenrunde. Dann geradeaus, wenn wir nicht fahren. Lenkung an, ja, Lenkung ist an, dann müssen wir ausschalten. Jetzt kommen wir da. Ich könnte die Spur nehmen, aber mal sehen, die fahren einfach hinten rum. Stelle Karl, wieso ist das denn? Da haben wir auch nicht gut gemacht. Muss ich beim nächsten Mal querfahren einmal. Wenn man zu früh hochheben ist oder zu spät runter, ist es auch ungünstig. Jetzt ist ein zweiter Unternehmen, glaube ich. Geht er kurz an und wieder aus. Ist anscheinend. Jo. 500, da wird nicht reichen. Das ist ja blöd. Lass jetzt an. Dann werde ich gleich mal zum Dings fahren und nachkaufen. Ich muss das sowieso nochmal kaufen. Und zwar für April. Der mal gut, dann mal los. Merken, eine Spur. Die letzte mal machen. Muss die letzte sein. Ne, zwei noch. Die vorletzte. Mal Lenkung aus und das andere mal deaktivieren. Also die vorletzte. Auf zum Händler. Natürlich ein bisschen wenig, aber müssen wir halt fahren, ne? Das ist ja so. Das muss ja sein. Mal schauen, wie sich das in 14 Tagen sich so entwickelt, ne? Oder 3 Wochen. Jetzt haben wir ja Ende März, April, Mai, Juni. Ja. Ich möchte auch nicht so viel düngen, ne? Das ist ja auch blöd. Ja, ist 4:30 bei mir, 4:45. Naja, Essen möchte ich auch noch. Und nach dem Essen aber eigentlich nicht mehr spielen. Aber jetzt immer morgen. Oh, kommt mein Auto. Hier kommt öfter mal Autos. Tut, tut. Auf geht's. Ja, fertig düngen heute noch. Ja, denke ich mal. Und dann fahre ich später zum Hof. Schlafen? Ja, bis Anfang Mai. Das reicht auch. Das muss ja immer wachsen und wirken, der Dünger, ne? Dann noch Mai und dann Juni in der Ernte. Dann müsste es reichen. Ja, und dann müssen wir nächstes Jahr sehen, dass wir diese 8.000 oder 10.000 als Puffer behalten, ne? Feld kaufen, mal sehen. Das klappt. Hoffe ich jedenfalls. Dicht an der Nähe. Die anderen Felder am Hof, wenn ich noch eins kriegen kann, will ich gerne Gras machen. Erstmal der Gras und dann Mähwerk kann man sich sicherlich ganz, ganz günstig kaufen. Und einsilieren. Ne? Aber ich weiß nicht genau, wie viel man braucht pro Jahr, um einen Bullen zu versorgen. Das ist nämlich echt blöd, wenn wir das jetzt uns grob verschätzen. Einen Notverkauf machen müssen, ne? Das will ich vermeiden.
Ja, da brauchen wir auch Geräte für, ne? Wir müssen ja zumindest füttern, ne? Das heißt, ein Traktor mit jo, mit Gabel und mit Schaufel oder Forke oder Gabel, ne? Wäre schon sinnvoll. Das werde ich mir noch nicht lange nicht leisten können. Da muss man mal sehen, damit da erstmal Geld verdienen. Halt Felder kaufen, dass wir mehr Güter haben, ne? Und das verkaufen können. Auch wahrscheinlich mehrere Sorten anbauen, weil dann können wir auch verschiedene Seiten ernten, ne? Und das wäre ja praktisch. Ladegut wählen, ne? Ja, 15, ne? Und Start, das kostet, kann man sich am Rechner ausrechnen lassen. Da rechnen wir da vorne auch. Aber das muss ja hier immer reichen, ne? Zwei Bahnen noch und den Rest. Jo. Wahnsinn. Von der Zeit her schaffe ich höchstens noch hinfahren, ne? Ich möchte die Folge nicht so lang machen. Ist echt oft eintönige Arbeit, noch ist keine Abwechslung da. Und ja, düngen. Also die 15-15 aktuell, die 3x15. Steht da oben auch hier, ne? Feststoffdünger, NPK, also Stickstoff, Phosphor und Kalium. Man kann auch einzeln kaufen. Aber ich möchte auch langfristig gesehen mit einem Güllefass Gärreste besorgen oder Klärschlamm. Ich weiß aber nicht, ob wir das direkt kaufen können, aber Klärschlamm müsste eigentlich zu kaufen geben, ne? Weil die Ortschaft hat ja sicherlich auch Klärgrund, ne? Also beziehungsweise eine Abwasser-Kläranlage, ne? Also für nicht nur Klärgruben fürs Haus, sondern Klär für alle mehr oder weniger, ne? Zentral. Die Genossenschaft hat gar nicht so viel, ne? Das ist die haben 13.000 Liter noch. Alles gut für mich reichen. Gute Frage später nachher, ob das mal gucken, ob das so bleibt. Mengenmäßig. Ja. Schau mal. Das wäre echt blöd, wenn das trotzdem nicht mehr da wäre, ne? Ja, dann wäre das so, ne? Dann müssen wir was Ähnliches nehmen. Gut, ist voll. Aber die Bremse löst sich von alleine. So, was machen die Autos? Trauen die sich heute? Ich meine, ich mache eine. Haha, da kommen sogar zwei. Und rechts. Ich meine, das Tracking habe ich noch nicht aktiviert. Hat ja auch nicht funktioniert bisher. Hat aber einen steifen Schritt, ne? Bisschen unnatürlich. Aber immerhin sie gehen, ne? So, auf geht's im Acker, ne? Jo, Leute. Machen die Pferde. Ich bin schon müde. Sehen wir mal. Ich habe gestern Rekordschlaf gemacht. Das darf ich keiner erzählen. So lange geschlafen. Ich habe gestern keine Aufnahmen gemacht, weil ich von vornherein wusste, oh, das war nichts. Von der Zeit her. Noch eine? So. Da kann man sogar einen Spiegel sehen. Die weichen sogar hinten noch aus, naja. Muss ja extrem schlechten Ruf haben. So, Spiegel. Sehe ich gerade mal gucken, ob das passt. Ich sah mal jetzt so ganz pauschal links. Nicht ganz, ne? Ne. Eine Kurve ist blöd.
So, mal ganz kurz anhalten und Spiegel einstellen. Zumindest den linken, ne? Da. Ich muss ja den Verkehr sehen, das sehe ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist das Gerät zu groß, ne? Sehen den Dünger waren ganz gut, aber da bringt das nichts. Jo. Lässt sich nicht viel machen, ne? Kann man jetzt nicht fahren. Ah, jetzt. Ja, auf zum Feld, ne? Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon vor dir gewesen sein. Auch für heute. Dann sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier. Ja. Hier im Norden, ne? Habe nicht einen Kartennamen jetzt hier. Ich hab vergessen. Eben so eine Karte in der nördlichen Region. Ja, tschüss. Ciao, ciao. Schon alle schönen Restsonntag. Macht morgen keine Dummheiten. Morgen Montag. Tschüss.